Der folgende Sehtest soll Ihnen dabei helfen, festzustellen, ob bei Ihnen eventuell eine Hornhautverkrümmung oder ein Astigmatismus vorliegt. Verwenden Sie während des Tests, falls vorhanden, Ihre Lesebrille. Führen Sie den Test außerdem bei ausreichenden Lichtverhältnissen durch. Optimalerweise sollten Sie den Test bei Tageslicht oder mit einer guten Leselampe durchführen. Während des Tests wird Ihnen ein Astigmatismusrad eingeblendet. Dieses wird für jeweils 10 Sekunden angezeigt. Sollten Sie länger benötigen, können Sie das Video jederzeit pausieren. Betrachten Sie nun das Zentrum der abgebildeten Figuren und achten Sie darauf, ob alle Linien gerade und scharf zu erkennen sind oder ob einzelne Linien verzerrter sind als andere. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit den Lösungen am Ende des Videos. Beginnen wir nun mit dem Sehtest. Zunächst decken Sie das linke Auge vorsichtig mit der Hand ab, ohne dabei auf das Auge selber zu drücken. Blicken Sie nun auf das Zentrum der Figur und achten Sie darauf, ob alle Linien gerade und scharf zu erkennen sind. Sollten einzelne Linien unscharf oder verzerrt wirken, so notieren Sie die Zahl am Ende der Strahlen. Kommen wir nun zum Test des linken Auges. Decken Sie hierfür das rechte Auge mit der Hand ab und achten Sie wiederum darauf, nicht auf das Auge selber zu drücken. Blicken Sie nun wiederum in das Zentrum der Figur und achten Sie darauf, ob alle Strahlen scharf zu erkennen und gerade sind. Sollten einige Strahlen verzerrt wirken, markieren Sie sich wiederum die Zahl am Ende des Strahls. Abschließend führen wir denselben Test auch noch mit beiden Augen durch. Öffnen Sie hierfür beide Augen. Achten Sie nun wiederum auf das Zentrum des Astigmatismusrades und beurteilen Sie, ob alle Linien gerade und scharf zu erkennen sind oder einzelne Linien unscharf oder verzerrt wirken. Markieren Sie sich gegebenenfalls die Zahl am Ende des Strahlens. Kommen wir nun zur Auswertung des Sehtests. Waren alle Linien gerade und scharf zu erkennen, so ist dies ein gutes Zeichen. Sollten hingegen einzelne Linien, insbesondere nebeneinander liegende Linien, unscharf oder verschwommen sein, so kann dies ein Zeichen für das Vorliegen einer Hornhautverkrümmung oder eines Astigmatismus sein. Sollten Sie sich für weitere Sehtests oder das Thema Hornhautverkrümmung interessieren, so finden Sie Informationen auf unserer Webseite www.augenarzt-online.org. Dort können Sie auch weitere Sehtests durchführen. Bitte beachten Sie jedoch, dass ein Online-Sehtest die Kontrolle durch einen Augenarzt oder Optiker niemals ersetzen kann